Moin Leute, Creative Farm am Start und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute mal ein etwas anderes Format, denn ihr seht hier, ich habe hier DaVinci Resolve geöffnet und ich werde euch heute zeigen, wie ihr Untertitel wie Mr. Beast machen könnt. Also als erstes braucht ihr irgendeinen Clip. Ich habe jetzt einfach mal irgendeinen im Internet runtergeladen und in dem Clip wird jetzt zwar nichts gesprochen, aber trotzdem, ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen, wie ihr das machen könnt. Und ja, ihr könnt es auch gerne nachmachen und let's go. Okay, als allererstes geht ihr in die Effects Library of Titles. Wenn das bei euch nicht geöffnet ist, dann müsst ihr einfach mal hier klicken und dann wird das meistens geöffnet oder geschlossen. Dann nehmt ihr euch hier den Text Plus. Ganz wichtig, ihr müsst den Plus-Text nehmen, weil bei dem anderen geht das nicht. Dann seht ihr hier schon, ja, dann wird euch hier dieser Custom Title angezeigt. Dann schreibt ihr hier einfach mal irgendeinen Text hin. Könnt dann hier auch gerne noch die Farbe ändern, ich lasse es aber mal weiß. Dann ist ganz wichtig die Schriftart. Da empfehle ich auf, also wenn ihr genau dieselbe wie Mr. Beast haben wollt, dann nehmt die Comica Access. Das ist keine Standardschrift, deswegen guckt einfach in der Videobeschreibung. Da ist ein Link, da könnt ihr dann zur Schriftart und dann müsst ihr euch die einfach downloaden und dann hier reinpacken. Ja, und dann könnt ihr die einfach verwenden. Und dann als nächstes geht ihr hier auf Shading. Und aktiviert das zweite und das dritte. Bei dem zweiten scrollt ihr ein bisschen runter und macht bei der Thickness das so stark wie es geht. Und bei der Color macht ihr das auf schwarz. Jetzt sieht schon so ein bisschen besser aus und ich denke, ihr erkennt das auch, weil das sieht schon fast genauso aus wie bei Mr. Beast. Ich mache das jetzt hier mal noch ein bisschen größer. Auf jeden Fall hier wird die so eine Outline gemacht und bei der Nummer 3 wird einfach, hier, ich denke, ja, man sieht das. Einfach nochmal so einen Hintergrundschatten hinzugefügt. Und jetzt als nächstes kommen wir zur Animation. Und ich werde das so animieren, dass es am Anfang etwas kleiner ist. Da machen wir einfach mal die Size ein bisschen kleiner. Da setzen wir dann ein Keyframe. Dann gehen wir zwei Keyframes weiter vor. Da machen wir es ein bisschen größer. Setzt ja wieder Keyframe. Und dann gehen wir drei Keyframes wieder vor und machen es auf die Größe, die wir haben wollen. Also wieder ein bisschen kleiner. Okay, das war die Animation. Wir gucken mal, wie es aussieht. Okay, es sieht echt geisteskrank scheiße. Aber ich mache mir die Keyframes hier einfach wieder weg, weil es sah irgendwie richtig komisch aus. Aber wenn ihr keinen Bock habt, das alles hier mit den Keyframes zu machen oder so, dann wählt euch einfach eure Größe aus, wie groß es sein soll, keine Ahnung. Ihr könnt natürlich auch hier Positionen verschieben. Meistens sind die ja immer hier unten. Dann geht ihr einfach hier auf Video Transitions, auf Suche und gebt mir ein Crash Zoom. Und das zieht ihr einfach hier auf eure Untertitel drauf und passt das dann auch noch von der Länge an. Und wenn wir das jetzt mal abspielen, ja, das könnte man noch ein bisschen länger machen. Oder halt kürzer. Ja, dann sieht das so aus. Das ist dann schon fast so wie bei Mr. Beast, halt nur bei jedem sind halt die Animationen ein bisschen anders. Aber hier, ich mache das ja nochmal in die Mitte und ein bisschen größer. Aber ja, das waren dann, wie gesagt, die Untertitel. Und wenn ihr mehrere Wörter habt, dann macht ihr einfach so. Dann hört ihr einfach, bis das Wort zu Ende ist. Und dann macht ihr das einfach für jedes einzelne Wort oder für jede einzelne Wortgruppe. Ja, und schreibt auch gerne in die Kommentare, ob ich noch mehr solche Sachen erklären soll oder ob ich noch mehr solche Videos machen soll. Weil ich weiß ja nicht, ob euch das überhaupt interessiert. Aber lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.